Du brauchst erst einmal den, der dich wach macht, jeden Morgen als Brösel, dass ein über dir, ein Leben über dir, du bist ja immer, über dir stattfindet, dass du Gedankenwellen aufschmeißt. Wenn der dich nicht wach werden lässt, dann wirst du gar nicht als Brösel wach. Ja. Da ich ja du bin, wenn ich mich nicht selber jeden Morgen als irgendein Brösel wach mache, kann ich nichts erleben. Jetzt ist aber, dass der, den ich mir jetzt denke, der morgens wach wird, der schon wieder ein Gedanke ist, erleben tut es bloß der, der es im Hintergrund das beobachtet. Wenn ein Tierforscher mein Tierchen forscht, wenn der hier seine Tierchen anschaut, die Tierchen selber kriegen doch das gar nicht mit, weil das Gedanken sind. Natürlich jetzt der symbolisch gesetzte Tierforscher kriegt es auch nicht mit. Ein von dir ausgedachter träumender Geist erlebt von seinem Traum gar nichts, weil es ein Gedanke ist, sondern der, der sich selbst als träumenden Geist ausdenkt, erlebt den Traum, den dieser von ihm ausgedachte träumenden Geist erlebt, der wiederum jetzt ausgedachterweise in seiner Unbewusstheit sich mit einem Gedanken verwechselt, den er ich nennt. Der erlebt es gleich zweimal nicht. Geh meine Gedankengänge mit. Und Ja. jetzt sehen wir, was wir jetzt machen, dieses Gespräch zwischen JCO und ICO, ein intimes Gespräch, in Time. Ein wundervolles Gespräch, intime, in der Zeit, T-I-M, He, hebräisch gelesen, sind Wunder.